Waschsalon. Hi. Ja, Tané und ich, wir haben eine gemeinsame Vergangenheit, von der eigentlich kaum jemand was weiß, oder? Ja. Wir waren mal verheiratet. Ja, für einen Tag. Versteckte Kamera. Und wir haben ausgesehen wie ein echtes Ehepaar aus Heinsberg, ne? Wir hatten beide Klamotten aus dem Fundus. Ich hatte einen Anzug irgendwie aus den 50er Jahren, Hose zu kurz, Hose zu eng, Schuhe zu klein. Tané hatte ein Brautkleid aus den 50ern und wir haben beschissen ausgesehen und sollten auf der Straße Leute davon überzeugen, dass wir ein Brautpaar sind und die verarschen. Und wir haben es nicht hingekriegt. Deswegen hat das auch niemand gesehen, glaube ich. Wir haben total versagt. Es war im Sommer. Und immer wenn geil aussehende Mädels an uns vorbeigelaufen sind, haben wir beide, obwohl wir mit Passanten gerade sprachen als Brautpaar, den Mädels so auf den Arsch geguckt. Und Tané so, ah. Ja, ich glaube, die haben gedacht, wir sind das perverseste Brautpaar, was die Welt je gesehen hat. Ja, das war irgendwie nicht so dahin, ne? Und ja, eine Woche später, glaube ich, musste ich für Kaya Taxifahrer nerven und so tun, als sei ich von Uber. Kennt ihr den Fahrdienst Uber? Ist in Deutschland verboten, Konkurrenz zu Taxis. Ich habe mich dann immer mit einem alten Golf 2 am Hauptbahnhof zwischen die Taxifahrer gestellt und die provoziert und versucht, den Fahrer abzuluxen. Und die sind ausgestiegen auf mich los und sagen, hey, was soll das und so. Ne? Und Uber ist verboten. Und ich sage, ich bin nicht von Uber. Ich bin von unter. Wir sind preislich noch unter Uber. Was dazu geführt hat, dass sie mich umbringen wollten. Auch der Dreh war nichts. Schade, dass du da nicht dabei warst. Ja, ich lebe hier in Köln, ne? Und ich lebe gerne hier in Köln. Wir kommen aus derselben Region übrigens, ne? Und für uns ist das natürlich hier eine gigantische Großstadt. Und ich lebe hier gerne. Was ich gerne mache, ist durch die Gegend laufen, Leute beobachten. Und ich bin letzt spazieren gegangen und da war so ein Tagestouristenpärchen und die guckten so auf ihrer Kamera, guckten die so die Fotos vom Tag durch. Und irgendwann sagte die Frau, total angepisst, sagte die so, ich sehe auf allen Fotos scheiße aus. Und dann sagte der Mann, total cool, sagte der, ja, ja, ist ja auch eine sehr gute Kamera. Und da war mir sofort klar, das muss ein Tagestouristenpärchen sein. Das können keine Kölner sein, weil der Kölsche an sich, ne, der Kölsche ist plumper. Der Kölsche hätte in dem Moment gesagt, wo die Frau gesagt hat, ich sehe auf allen Fotos scheiße aus, hätte der Kölsche gesagt, Schatz, nicht nur auf den Fotos. Wirklich, guck mal hier, ist original dasselbe, das ist... Ja, die Art von den Kölnern ist so ein bisschen plumper, ne? Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Ich stand bei mir im Rewe-Markt, ich wohne am Eigelstein, stand bei mir im Rewe-Markt an der Fleischtheke und der Typ vor mir in der Schlange so zur Verkäuferin, hey, hallo, hallo, Entschuldigung, hallo, hey, Sie, hey, hey, ha, hallo, Entschuldigung, hallo, ist das Schwein? Und die Verkäuferin sagt, nee, das ist Frikadelle. Die werden so gefangen. Und dann reißt man den Kopf ab, Beine ab und dann hier, Kühltheke, freilaufende Frikadellen. Und bevor du fragst, ne, die würzen sich im Galopp. Du Pfiffi. Das ist nicht sonderlich böse gemeint oder so, ne? Man kann nur halt überhaupt nichts damit anfangen. Das ist so. Und Kölner mischen sich immer überall ein. Mischen sich, die sagen, nee, da wäre nichts für mich. Nee, 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 da könnte ich nicht. Nee, das ist immer. Typisch Köln ist auch der Typ, der im Kölner Zoo den ganzen Tag vorm Aquarium steht, sich die Fische anguckt und abends sagt, boah, Respekt, hey, der ganze Tag im Wasser, ich könnte das nicht, das wäre Wahnsinn. Boah, nee, wäre auch kalt, ne? Und was man am Eigelstein hat, ist, ne, Parkplatznot natürlich, und wenn man dann endlich einen Parkplatz gefunden hat und einparken will, kommt immer ein Rentner an, so. Und stellt sich hinters Auto. Aber die haben das so raus. Die stehen immer so im toten Winkel, dass man die nicht sehen kann. Ne? Man dreht sich dann so um und denkt, scheiße, da war doch gerade einer. Wo ist der hin? So im Spiegel, wo ist der? Die stehen immer hinter der C-Säule. Die haben das total raus. Die wissen genau, wo man die nicht sehen kann. Ne? Und die helfen einem nicht oder so. Ne? Die stehen da nur. Wenn man Glück hat, kommen die irgendwann zur Fahrerscheibe, klopfen so und sagen, na, Jung, bis am Einparken. Es bringt einen kein Stück weiter. Und letztens hatte ich einen, der wollte mir helfen. Ich war total erstaunt und denkt, der will mir ja helfen. Was ist mit dem denn los? Ne? Und dann sagt er so zu mir, Jung, komm rückwärts, komm, hier ist total viel Platz. Ne? Und ich denke noch so im Spiegel, das sieht überhaupt nicht nach total viel Platz aus. Ne? Irgendwann höre ich, krach, und er sagt, ja, so viel nicht.
Das ist geil, ne? Und was ich gerne beobachte, ne? Was mir gerade einfällt, ist, ich war bis jetzt nur einmal hier im Laden. Ist aber bestimmt schon ein Jahr her. Und am Nebentisch von mir saßen zwei Mädels und dann kamen irgendwelche Jungs rein und da sagte das eine Mädel, nee, die Jungs setzten sich auch daneben und ein Mädel und ein Junge, die kannten sich irgendwie. Und dann ging das Mädel zu dem Typen und der war scharf auf die, das konnte man total sehen. Und dann sagte die, Mensch, dich habe ich ja lange nicht gesehen, ich glaube René hieß der. Mensch, ich habe dich ja lange nicht gesehen, ich freue mich total. Und er war total spitz auf die, das konnte man sehen, von der ersten Sekunde an. Der war total aufgeregt und die sagt, das ist ja toll. Was machst du denn am Wochenende? Hast du am Wochenende was vor? Und er sagt, nee, ich habe nichts vor. Und sie sagt, hast du Zeit? Und er sagt, klar habe ich Zeit. Da sagt die, super, ich ziehe nämlich mit meinem Freund zusammen. Wir brauchen noch ein paar Leute, die beim Umzug helfen. Das ist das einzige Erlebnis, was ich hier hatte. Fällt mir gerade ein, lustig. Ja, also Paare beobachten, ne? Kennt ihr das, wenn Pärchen sich streiten und die sprechen so durch die Zähne, damit man das nicht merkt? Kennt ihr das? Und neben mir war so ein, ich glaube, es war ein Ehepaar, ne? Und sie sagte, schrei mich nicht an. Und dann sagte er, ich schreie nicht. Und man hört nur immer so Bruchstücke, man hört nur immer so Sachen wie, deine Mutter. Und irgendwann sagte sie, uns verbindet mehr als nur 7 Jahre Ehe. Und dann sagte er, der scheiß Hauskredit. Und dann sagte sie, und zwei saudumme Kinder. Und dann haben beide ganz fies gelacht. Ohne Scheiß. Ganz fies gelacht und haben sich geküsst. Und das hätte ein Happy End sein können, ne? Wenn die Kinder nicht mit am Tisch gesessen hätten. Vielen Dank, schönen Abend noch.